Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute eine nette Runde der Witcher 3. So, jetzt schauen wir mal, wo wir waren das letzte Mal bei diesem Auftrag. Sprich mit Lothar. Jo, können wir gerne machen. Aber wir wollten, glaube ich, auch ein Rennen machen, ne? Reden kann ich ja mal mit ihm. Dann schauen wir, du bist's. Was daraus kommt. Der erste Fremdländer, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Reitest du mit? Es ist noch Platz. Ja, mach mal's. Ja, bisschen ja, die Welt erkunden ich reite. Und so. Vielleicht gewinne ich sogar. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß. Schauen wir mal. Hört, Leute! Das Rennen geht gleich los! Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva. Und Geralt von Riva schwingt euch in die Sättel. Wird euch in den Arsch treten. Reitet los für Freya! Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Mehl. So toll, jetzt habe ich das ein bisschen hier verschissen, aber okay. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Oh, schauen wir mal. Ich hoffe, ich renne hier die richtige Strecke. Ich renne hier einfach mal so. Halt Abstand, Penner! So durch. Ich bin vorne jetzt, das weiß ich. Mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Aber die Frage ist halt, wie lange bleibe ich vor? Ich nehme es mit dem schnellen Oswald schon auf. Ich bin ja vor dir, du Depp. Weg. Halt Abstand, Penner! Hier haben wir einen Auftrag. Wir müssen darüber. Ah, man verreitet sich schon sehr gerne. Mir geht gerade die Dings aus da, die Hundi. Ist schon schwierig. Ich hoffe, das ist das letzte jetzt. Jawohl! Und wir haben es auch geschafft! Langsam. Nice one. Es war wie denen haben wir gezeigt, wo es lang geht. Du hast gewonnen! Die Ehre ist dein. Der Preis auch. Dankeschön! Da krieg ich sogar was dafür. Oh, wie viel? Oh ja, Erfahrung. Geld habe ich jetzt nicht gesehen. 80 Kronen! Jo, da sind wir doch dabei. So, Scheuklappen haben wir gekriegt. Wir haben das Quest hier abgeschlossen. Das war so ein Rennquest. Und wir haben irgendwelche anderen Quests gekriegt. Beziehungsweise wir können nur welche... Ne, Blödsinn, die haben wir nicht abgeschlossen. Hahaha. Wir haben schon eine abgeschlossen, aber das war mehr so ein Rennding halt, ne? Also, Quests haben wir ein paar, Leute. Ein paar. So, schauen wir ganz kurz mal auf die Karte. Ich muss mal schauen. Ja, die Taste ist es. Hier ist es. Hier würden wir einen neuen Auftrag kriegen. Da wollten wir eigentlich hin. Seht ihr? Da wollten wir hin. Auf dem Weg dahin werden wir diese Quest hier angehen. Und danach machen wir das letzte schwarze Brett und dann haben wir die schwarzen Bretter mal ab. Das heißt, wir haben die Aufträge alle angenommen. Das schaut dann ein bisschen wild aus im Inventar, aber ey, wir haben noch so viel zu tun hier, Leute. Wow, das wird ein langes Let's Play und ich liebe dieses Spiel. Darum freue ich mich doch besonders drauf. Und ich hoffe und bin auch davon überzeugt, es gefällt euch auch, was ich euch hier zeige und so weiter. Wenn nicht, kann ich nichts machen, aber ich werde mich halt bemühen. So, einmal Inventar noch. Und zwar möchte ich mal diese Scheuklappen anschauen. Wo sind denn die? Hier. 60 Panikstufe des Herdes. Und was haben wir hier? 20 Panikstufe. Wow, der ist besser. Nehmen wir den da. Aber ich verwende es sowieso nicht wirklich, also ist okay. Gut, gehen wir Richtung Auftrag. Blödsinn. Komm her! Komm her, mein Gaul! So, dann mir rauf. Und wir müssen da entlang. Gehst du mir da rauf? Ja. Das ist doch ein guter Gaul. So, wir werden das jetzt anders machen. Ich gehe gleich zum schwarzen Brett. Das sind Wildpferde hier. Cool. Wir gehen gleich Richtung schwarzes Brett. Das Stückchen geht schon. Sind Gegner überall. Gepanzert. What? Was ist das denn? Wow, Level 26. Mit dem sollte man sich nicht anlegen da. Hau mal lieber ab. Das sieht gefährlich aus. Komm, Blödsinn, wir sind weg.
So, hier sind ein paar Leutchen oder Wachen. Nana, was? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Ein nettes kleines Dorf. Da gehst du rüber, wir müssen nämlich dahin. Hey da, Hexer! Langsamer! So, hier haben wir einen Auftrag und hier ist dieses schwarze Brett, das werden wir auch rausnehmen und dann holen wir uns den Auftrag da hinten. So, wo ist das? Da. Schauen wir mal, was da Feines gibt, Leute. Also, Beschluss des Ältestenrats. Lehrling gesucht. Ich verlasse das Dorf. Mann gesucht. Witterkopf gesucht. Suchend und die viel. Und ein Auftrag. Vermisste Bergleute. So, ich warte jetzt nur. Kommt noch irgendwas? Nee. Schauen wir uns das einmal an. Vielleicht ist es sicher ein Nebenauftrag. Vermisste Bergleute. Nach Alphabet scheint es hier nicht zu gehen. Vermisste Bergleute, habe ich es überlesen. Das ist doch sicher ein ganz normaler Nebenauftrag. Heldenrennen, da gibt es überall was. Ja, das wird dann woanders sein vielleicht. Fehlschläge haben wir 2. Ja, das mit der Perle, das ärgert mich auch. Weil das ist nämlich verbuggt, Leute. Das kann man nicht schaffen. Egal wie schnell du bist, der wird immer getötet. So, vermisste Bergläufe, das ist für Stufe 27, also bleiben wir bei unserem Auftrag hier. Und zwar der Nidstrang. Das Einzige, was ich jetzt nur schaue, ist der da unten. Da wollte uns wer den Quest geben. Und zwar der Herr hier. Wo ist er denn? Hallo, wie heißt du? Jenge Fred. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Jenge Fred höchstpersönlich. Überhaupt nicht eingebildet. Wozu brauchst du mich? So, so. Und wozu braucht der berühmte Jenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, um ihn zu schubsen. Der traurige Geschichte der Großbartbrüder. Das schauen wir uns mal an. Das Nebenquest, das hört sich nämlich nicht so uninteressant an. Wo ist sie? Hexeraufträge vielleicht? Ein Auftrag suchen wird jetzt schon ein bisschen. Ja. Der vermisste Bruder war es wohl nicht, ne? Das war irgendwas anderes. Schatzsuche vielleicht? Familienglück. Perlen der Küste? Hm, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das muss dann da oben sein. Irgendwie müssen wir das übersehen haben. Gibt's doch nicht. Schauen wir mal. Da ist. Aber das ist eh für einen höheren Level. Gut, dann nehmen wir das hier. Also hohe Level-Quests kann ich auch nicht machen. Das schaffen wir nicht. Das sind zu schwierige Feinde. Dann gehen wir zu unserem Ziel hier. Beziehungsweise wir reiten natürlich zu unserem Ziel. Bitte, komm runter. Hallo. Ah, will wieder nicht. Bitte. Komm her. Komm wieder nicht rüber. Gut, dann gehen wir halt rüber. So, und ab geht's. Mach langsam.
Die Markierung können wir weg, die irritiert mich sonst nur. Beziehungsweise ist ein Schnellreisepunkt. Okay. Ah, genau darüber. So. Da geht's lang. Weg da. Ein Level 20, ja. Sollen wir uns denn geben? No, Blödsinn. Gibt sicher gutes Loot. Was ist denn das? Alle zusammen! Oh, ist der hässlich. Aber wir können es probieren. Probieren wir es mal. Das wird sicher schwierig, Leute. Aber ich freue mich auf einen schönen Fight. Wo ist er? Komm, hilf ein bisschen mit. Der ist nämlich gescheit gefährlich. Vergiftet er dann noch. Macht mir aber irgendwie nicht so viel Damage. So viel Damage macht die eigentlich gar nicht. Aua. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast. So, jetzt wird sie uns ein bisschen heilen. Oh, jetzt wo ich vorhabe, dass sie uns heilt, ist sie tot. Lass das sein. War aber ein interessanter Fight. Ein rotes Mutagen, jawohl. Komm, Schnauze, das ist mein Loot. Was willst denn du von mir? Schau, wie sich freut. Ich hab doch alles gemacht, fast du Depp. Ja, da sind nur ein paar. Wow, der ist aber ein bisschen groß. Oh oh. Der ist aber ein bisschen sehr groß. Also, so schwere Gegner sollten wir eher lassen. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast? Hemder! Oh, Level 31, das ist mal ein bisschen. Was? Was ist denn der jetzt gegen uns? Hat der einen Schaden? Na gut, er kann mich ein bisschen heilen jetzt. Komm her! Hau drauf und heile mich. Schneller! Alle zusammen! Er will Krieg! Den kann er haben. Aua. Kriegst mich nicht. Aho! Hat er uns doch gekriegt. So ein Scheißer, ey. Ah, oh, die Ratte lege ich jetzt um. Da gehen wir nochmal hin. Und der kleine Scheißer ist jetzt richtig dran. Um Geld verloren. Okay, wenigstens muss man nicht von Anfang an. Da ist nur so eine Pissnelke da. Aber den Pisser suche ich mir jetzt wieder. Jetzt frage ich mich gerade, wo das ist. Haben wir die Aufträge hier jetzt alle schon gemacht? Ich weiß nicht recht. Jo. Also verloren haben wir nichts. Da ist ein Gegner bei unserem Pferd. Blödsinn, wir helfen dir. Geht natürlich gar nicht. Zusammenbleiben. Oh, der kann Gift schießen. Interessant. Er kriegt ordentlich. Dranbleiben heißt's. Wow. Der ist gescheit gefährlich. Aber wir kriegen noch ein Mutagen. Also diese Feinde rentieren sich zumindest, aber sie sind hardcore. Hardcore. Gefährlich. So, können wir hier vielleicht ein bisschen was sammeln, genau. Da gibt es auch noch was zum Sammeln irgendwo.
So, und jetzt heißt es abhauen. Der ist nämlich ziemlich groß und gefährlich. Der ist ein bisschen zu hart. Also Level 30 muss man jetzt mit Level 16 auch nicht anlegen. Man kann es übertreiben sozusagen. So, wir gehen zu unserem Ziel. Ich hole mal unseren Blödzeher. So, rauf da und weiter geht's. Komm, Blödsinn. Turbomarsch. So, darüber. Wir schreiten hier so blöd rum. So. Ein Hexer. Hallo. Freya. Grüß dich. Wem lasse ich mein Haus, dir doch nichts. Ich habe gehört, bei dir gibt's einen Auftrag, Lothar. Oder du hast was zu tun? Darf ich stören? Ja. Meine Gebete sind eh vergebens. Du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Kann ich dir helfen? Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Hm. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Okay. Untersuche den Nitzdang. Machen wir mal. Das schaut ein bisschen seicht aus. Rüber da. Oh. Ohoho. Ein da wollte denn jemand verarschen. Ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Hm. Okay. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Tja, dann gehen wir mal der Spur nach und pflücken wir ein bisschen was nebenbei. Irgendjemand hat den verarscht und zwar so richtig. Was haben wir da? Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster. Besonderer Geruch. Das gefällt unserem Geralt. Was gibt's da noch so? Noch irgendwas? Da. Da ist ein Geruch. Geht da rauf oder was? So, und jetzt? Hier hört er auf, oder wo? Ne, ich glaube, hier fängt er an, Leute. Dann geht er hier. Schwierig, schwierig. Okay, Geralt, komm durch den Baum und da weiter. So. Ist schwierig, sowas zu folgen. Es geht da runter ins Dorf, glaube ich. Das war eine Frau. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Na, dann gehen wir fragen. Geworden, die in den Ruinen nach Schätzen gesucht haben. Ich weiß es nicht. Ich fürchte nur, dass wir sie nie wiedersehen werden. Hallo. Hallo. Ja, wirklich. Freya seid ihr heute. Fünf waren es. Ja, wen soll ich denn fragen hier? Frage nach dem Besitzer des Schals. Okay. Wir sollten Freya bitten, dass sie dich nicht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.